Bist du von der Suppenküche? Ja. Achso, okay. Ich habe aber nur noch einen Tag, deswegen dachte ich, heute macht ein bisschen Spaß. So. Verstehe. Deine Kollegen, die können dich dann hier abholen. Das ist natürlich eine sehr starke Leistung von dir. Auf jeden Fall mega korrekt, Bruder. Kein Problem. Lass mich mal runter, Mann. Was ist dein Problem? Warum, hä? Was soll ich da oben haben noch eben? Jetzt, die können sich ja abholen da oben, oder? Okay, nein, pass auf, ich habe eine bessere Idee, wo die dich holen können. Okay. Okay, pass auf. Mach. Ist viel nicht bekannt, ja. Okay, okay. Hier. Oder? Sehr geil. In der Mine! Ab in der Mine können sie fahren und dich okay. Da holen, ne? Ab aber in der Mine mit dir! Ciao! Sie wollen professionelles VDM betreiben? Gehen Sie jetzt in den Shop und holen Sie sich das exklusive VDM-T-Shirt. Außerdem aktivieren Sie den Kanal und abonnieren Sie die Glocke. Kann ich kurz mit Ihnen reden? Ja, bitte. Ach, danke. Ja, ich wollte jetzt einfach mal ganz schnell drauf losfragen. Wieso haben Sie mir meine Coins, meine Credits geklaut? Ja, was? Die La Cosa Nostra hat mir meine Credits geklaut. Was sind Credits? Credits, die La Cosa Nostra hat mir meine Credits geklaut. Was sind denn Credits? Ja, die Credits! Die wurden geklaut! Von euch hier! Von eurer Scheißbande wurden diese verfickten Credits geklaut. Welche Credits denn? Die Credits, die ich dabei hatte! Das war doch nicht so. Du wirst überwacht, du wirst überwacht. Ja, ich hatte keine. Du wirst überwacht. Wir haben so 100.000, können sich. So, wollen wir fett shoppen gehen? Ich hab 100.000 Dollar. Was soll ich denn fragen, Emre? Na, nochmal mit dem. Sag, dir wurden die Jetons abgezogen. Guten Tag, der ja. Folgende Sache. Ja, bitte. Ich war gerade vorhin beim Casino und hab ein bisschen gespielt. Und dann kamen irgendwelche schwarzen Männer, die meinten, sie seien die La Cosa Nostra. Ja. Und haben mir 20.000 Coins geklaut. Ich kann persönlich da jetzt nicht viel machen. Ich notiere mir das alles jetzt gerade. Mhm, wie hießen die Kollegen nochmal, die ihnen das Geld abgenommen haben? Oder die Chetongs? La Cosa, irgendwas mit La Cosa, ich glaube, das war die La Cosa Noggers oder irgendwie so. Aha, okay. Ich bin nämlich gerade erst aufgewacht. Ich weiß noch gar nicht, was heute so abgeht. Sag dann, es ist Zeit, dass sie jetzt wieder schlafen gehen. Sie Jetong-Dieb schreit und richtig rum, dann überfahre ich ihn, geht zur Seite. Aber gehen Sie am besten wieder schlafen, Sie Jetong-Dieb, Alter! Alles klar. Fast. Perfekt. Nächstes Mal nicht die Jetons klauen, ja? Alles klar, Digga. Die Credits klauen und dann sowas, ja, ja. Aha. Ich merk schon. Mhm. Ja? Ich steig jetzt aus, du fährst voll in den Tank hier rein mit dem Typen, okay? ja, warte kurz, ich muss kurz was erledigen. Ich hab ein paar Leute, die nur RDMs kannst und VDM. Jo, tschüss. Der liegt da jetzt. Solches Tuch will ich nie. Willst du mal aus dem meiner Hut? Ja. Geht mal auf Maske. Geht mal bei Maske 1 auf 2. Walla, was gehst du auf Maske? Junge. Was gehst du direkt auf Maske, Mann? 52? Walla, was gehst du auf Maske, Mann? Junge, ich geh gleich auf deine Maske. Junge, ist die langweilig? Oh! Ja, VDM. Na, ja, Junge. Guten Abend. Hallo. Hi, guten Hallo. Abend. Folgende Sache: Sie haben nicht bestanden, weil Sie sind zu jung. Hey, was soll die Scheiße? Hä? Ich war doch nur mal dran. Junge, oh, das tut uns natürlich leid, ne? Wow, oh. Fehler im System. Keine Sorge, ne? Das tut uns natürlich leid. Entschuldigung. Okay. Salz, Quart und Frank. Frankie Trolling! Das ist das Lustigste, was ich heute gehört habe, Alter. So. Einmal bitte hier rein, ja? Guten Abend. Guten Abend. Hallo? Können Sie reden? Ja, guten Abend. Guten Abend. Willkommen zur Einreise. Was führt Sie denn zu uns, edler Herr? Ich wollte gerne einen Neuanfang machen in der neuen Stadt. Wo kommen Sie denn her? Aus welchem Land? Aus Österreich. Österreich, können Sie auch die Sprache sprechen? Ja. Können Sie mal, also damit wir Ihnen glauben, weil wissen Sie, es kommen viele Terroristen, die uns hier Lügengeschichten erzählen. Können Sie uns eventuell mal einen Beispielsatz auf Österreichisch sagen? Muss ich so auch, kannst du schon. Okay, hört sich genauso an wie mein Mülleimer, wenn er die Klappe schließt. Ja, also, Herr Frankie, kommen Sie bitte mal her. Ja. Entschuldigen Sie, das ist sehr unprofessionell. Oh, passen Sie auf, wir machen es kurz, ja? Okay. Vorne sind ja noch ein paar Einreisende, ne? Wir möchten ja wissen, ob sie auch für den Start geeignet sind, ja? Deswegen würde ich Sie jetzt gleich bitten, mal mitzukommen, sich da vorne hinzustellen, ja? Dann machen Sie, kennen Sie das, ja? Diesen Tanz machen Sie? Also dann machen Sie Geräusche wie ein Huhn und sagen, ich würde gerne einreisen. Das Ganze dreimal. Und dann würden Sie auf jeden Fall die Einreise bekommen. Das wäre jetzt der einfachste Weg. Gibt es auch einen anderen Weg oder nicht? Nee, das ist die Standardprozedur. Also der andere Weg wäre dann halt schon die Schrotflinte. Warum ist der Mann nackt? Alles gut, das hat alles seine Richtigkeit. Das ist unser Einreiseprozedere. Ja. Bitte starten Sie jetzt mit der Aktion. Hallo. Sagen Sie mal, was ist denn bei Ihnen los? Sie können doch hier nicht einreisen mit so einem Schall. Hundefilter.
Junge, machen Sie die Mutter aus! Schalten Sie die Mutter sofort aus hier! Sie müssen bitte noch schreien, dass Sie ein Huhn sind. Ich bin ein Huhn! Ich bin ein Huhn! Sagen Sie, ich bin ein hilfloses Huhn, ich möchte gerne einreisen. Ich bin ein hilfloses Huhn, ich würde gerne einreisen. Ich habe es richtig nötig, meine Klamotten sind mir nichts wert, außerdem ist mir Geld auch nichts wert, ich möchte einfach nur einreisen. Ich habe es richtig nötig, meine Klamotten sind mir nichts wert, außerdem ist mir Geld auch nichts wert, ich würde gerne einreisen. Ich würde selbst für einen 12-jährigen Mafia-Patron arbeiten wollen, um hier einzureisen. Ich würde auch für einen 12-jährigen Mafia-Patron arbeiten, um hier einreisen zu können. Kaka! Okay, sehr gut. Okay, super. Kommen Sie mal mit, ich reise Sie ein. Ja, ja. Hallo, Herr Officer. Wann geht das Einreisegespräch los? Das Einreisegespräch, das beginnt jetzt. Entschuldigung. Wann geht das Einreisegespräch los? Mit dem Herrn da los? Ich habe keine Ahnung. Ja. Wann geht das Einreisegespräch? Helfen Sie mir. Wissen Sie das? Ja, gut. Das Einreisegespräch geht jetzt sofort los, ja. Also, was lachen Sie denn jetzt, Herr Einreisekollege? Kann man dir weiterhelfen? Ich habe hier eine Fies gefangen. Ein Fisch gefangen? Was sagen Sie? Ich habe eine Fies gefangen. Okay. Mhm. Ich habe diese Fies gegessen, plötzlich, ich mache so, weißt du, so. Ich mache so, ich denke so, ey. Was? Ich kenne das, diese Modder, diese... Ja, ja, sie eine, bin, ne? Ist eine Modder-Fies. Ich muss ja, weg, ja, das ist sehr gut. Ja, ja, ich kenne das. Jetzt werde ich einen kleinen Streamer-Stream schneiden. Ari Konfeng, Gulaschkanone, Konfengo Galoppo! Kurz da und schnell wieder weg, wieder Blitz! Amigo, alas amigos! Da ist der Hund wieder. Thank you for the car, thank you man for the car, thanks and bye. Der war gerade hier, der ist wie ein Geistbruder, da ist er wieder. Was ein Hund! Aloha TV, bleiben Sie hier, Aloha TV! Hallo. Hallo. Mitkommen! Ey, was geht ab? Wohin? Was geht ab? Bro, was machst du, Bro? Ich weiß nicht, ich habe deinen Stream geschaut. Du hast meinen Stream geschaut? Ich schaue schon seit 3 Jahren zu und heute dachte ich mir, ich komme mal vorbei. Okay, okay. Bist du von der Suppenküche? Ja. Achso, okay. Ich habe aber nur noch einen Tag, deswegen dachte ich, heute macht ein bisschen Spaß. So. Verstehe. Deine Kollegen, die könnte ich dann hier abholen. Das ist natürlich eine sehr starke Leistung von dir, auf jeden Fall mega korrekt, Bruder. Kein Problem. Lass mich mal runter, Mann, was ist dein Problem? Warum, hä? Was soll ich da oben haben wir noch eben? Jetzt, die können sich ja abholen da oben, oder? Okay, nein, pass auf, ich habe eine bessere Idee, wo die dich holen können. Okay. Okay, pass auf. Mach. Es ist viel nicht bekannt, ja. Okay. Hier. Oder? Sehr geil. In der Mine! Ab in der Mine können sie fahren und dich da holen, ne? Ab in der Mine mit dir! Ciao! Ja, verpiss dich. Er meinte mir, dass er den letzten Tag bei Suppenküche. Wollte ein bisschen Ärger bauen. Letzter Tag bei der Suppenküche. Hör auf, Bruder. Ja, Habib, willst du mit? Gerne. Kannst du mich schon mal ein Ziel da absetzen? Ja, kein Problem. Ich küsse auf dein Herz. Hast du keine Kollegen, oder? Ja, doch, aber der wurde gerade entführt, Digga. Als ob. Ja, Modder. Oh, scheiße, hier wurde es hin, ne? Was soll man machen, ne? Ja, das ist scheiße. In diese Zeiten. Aber der lebt noch, oder was? Ja, der lebt gerade auf jeden Fall weg, Digga. Ja, ich bring dich eben zu ihm, ja? Buddy. Du bist an der Mine. Warum machst du das? Nee, warum nicht? Buddy, jetzt wirklich. Das ist mein letzter Tag im Support, ne? Pack mal. Ich steh jetzt nicht in den Kill-Logs drin, bedanke ich dir auf jeden Fall für. Ich mal zu einem Kollegen, ne? Dein Nuttensohn, wirklich. Warte. Gucken, ob dich ein Medic hier findet, viel Spaß. 3, 2, 3. Ja, du. Hermanos. Hallo? Hast du gerade in meinem Shop was gekauft? Ja. Was hast du gekauft? Ich habe mir Medkits, ein Repair-Kit und ein Handy gekauft. Wie viel hast du bezahlt? Weiß ich nicht. Du hast zu wenig bezahlt. Wie zu wenig? Du hast in meinem Shop zu wenig bezahlt. Das bedeutet? Ja, entweder mehr Geld bezahlen oder ich krieg ein Motorbike. Hä? Wie viel muss ich denn bezahlen? Dein Leben, Amigo. Ey! Lebe wohl. Ja, mach hin, der Server wird gleich neu gestartet, ne? Ja, das geht. Hier, 15 Minuten Server Restart, ne? Ja, das geht. Siehst du auch die Nachricht da oben? 15 Minuten Server Neustart? Ja, bei den Zeitungen, warum? In der Zeitung? Ja. Aber ich sehe ja gar keine Zeitung. Ich sehe nur die Nachricht. 1500 bezahlt, was willst du von mir, du Knecht? Ja, der Mann hat einfach zu wenig gezahlt, ja. Welcher Herr? Junge, wenn ich nicht mehr habe. Ja, da waren noch mehr zahlen. Wenn ich nicht mehr habe, Junge. Du musst aber mehr zahlen in meinem Shop. Verstehst du das nicht? Ja, dann sag das doch vorher. Ich hab doch gesagt, du musst mehr zahlen. Du hast aber zu wenig gezahlt. Deswegen liegst du jetzt hier tot. Doch verständlich, oder? Wie viel muss man denn zahlen? Mindestens mehr. Also mehr als du gezahlt hast auf jeden Fall. Wie viel hat er gezahlt?
7.500. Wie viel hast du dabei? Du hättest doch bestimmt mehr zahlen können, oder? Nein, ich habe 10.000 mit. Okay. Als ob ich das jetzt alles ausgebe für Sachen, die ich nicht brauche. Ja, unbedingt. Digga, wenn du aber einmal in meinem Shop einkaufen gehst, dann erwarte ich, dass du einen Großeinkauf machst, ja? Junge, wieso soll ich denn einen Großeinkauf machen, wenn ich das mir einkaufe, was ich brauche? Ja, siehst du doch gerade, weil ich dich sonst abgestochen hätte. Du musst mehr Geld ausgeben das nächste Mal, okay? Das nächste Mal, wenn du in meinen Shop hier kommst, bitte mehr Geld ausgeben. Junge, als ob ich jetzt noch einmal hierher kommen werde. Natürlich wirst du ja nochmal herkommen, um dich zu entschuldigen. Bitte das nächste Mal mehr, mindestens, ich sag mal so, mindestens 30.000 mitnehmen, damit hier auch ordentlich eingekauft wird. Ich mach keinen Umsatz. Junge, als ob ich 30.000 hier ausgebe, wenn ich nicht mehr so viel hab. Doch, du musst hier so viel ausgeben. Gib mir dein ganzes Geld jetzt sofort. Ganzes Geld, ja, sonst knallt's, ja. Sonst knallt's. Okay, okay. Geld her, sonst knallt's. Ja. Ey, er haut ab. Ich geb dir jetzt. Er haut ab. Ich hab Argen. Er haut ab. Mann, bitte. Das ist unser Reif. Ach, Manometer, jetzt bin ich wieder tot. Ja, sehr gute Schauspieler. Das ist doch wieder blöd. Mann, das ist so... Officer. Officer, hallo. Ich hab mir ein Messer gekauft zum Schutz. Ich hab noch ein Messer gekauft, das geht aber irgendwie nicht. Oh, scheiße, es geht doch. Es geht doch, warum geht das plötzlich? Sound Squad, ich liebe sie. Digga, das Messer, das geht... Egal, was... Was es ist, Code 13? Machen die was? Ist wirklich kritische Situation. Oder gar nichts? Nehmen die. Ist da gerade jemand reingefahren oder war das ein Geist? Jetzt haben sie gerade wieder reingefahren oder war das ein Geist? Ich guck mal nach. Mach das. Er guckt, einer guckt nach, einer geht nach. Ne? Pablo, in Gefangenschaft genommen wurden. Zuerst als Geist genommen worden. Aber es war eigentlich nur ein Zufall, dass ich hier war. Alles klar, Bruder. Ist tatsächlich ein Geist. Ja, ich hab doch gesagt, es ist ein Geist. Ja, ist ein Geist. Oh, lustig. So. Mach schnell. Los. So, woher war das? Ich denke mal, der wurde gerade schon gekickt, wa? Nein, das ist der nicht. Naja, der Modder ist weg. Weiß ich nicht. Modder ist weg. Habt ihr gesagt? Dankeschön. Hätte witzig gewesen, hätte man sich wenigstens noch gezeigt. Und das ist da doch! Eddie ist da. Eddie. Ah, fuck. Ich krieg ihn. Lass lieber nicht in die Garten, lass lieber weg von der Garage. Ich krieg ihn. Weg von der Garage. Mein Gott, die deckt ihn. Welche ID? Nett. Du kannst bei mir gucken, wer mich getötet hat. Welche ID, Jungs? Oh mein Gott. Welche ID? Einer schon tot. Jungs, welche ID? Nice, ich bin gefesselt. Den ey, Jungs, wir warten hier den ganzen Zeit. Wett für denselben. Hä? Die wieder wer fesselt ganze Zeit? Das ist leider sehr teuer. Sofort stehen bleiben. Ich bin gefesselt. Ja, ich auch. Die ist immer Hurensohn wieder unterwegs. Irgendein Zauberer, Digga. Ich bin gefesselt. Jungs, kein Spaß. Wer war das, Alter? Ich bin neu heute erst gekommen. Ach, chill, ich direkt mal Kacke machen. Dämmer, bist du Copperfield oder was, Alter? Warte ganz kurz. Dämmer, klein Spaß, bist du Copperfield oder was willst du auf dem Kopf? Ja, Digga, ich will ein bisschen Spaß machen. Ja, komm, gib mal 5 Mille, dann hab ich auch Spaß. Ja, okay, warte. Dann kannst du direkt eine Runde machen, oder? Harry Kante. Ja, ich muss kurz ATM, warte. Hey, wer ist das aber? Danke fürs Auto, ne? Tschüss. Tschüssi. Hey, wer bist du, Mann? Oh, yeah. Hallo. Ja, yeah, homie, I'm new here. Bist du? What? Where are you from, man? I'm from England, UK, man. Oh, fuck why? UK, why? Bitches. Fuck please, UK. Please. Fuck please, no. Please, no. Okay, thanks for racist. The car. Thanks for the car. Bye. Satz mit X war wohl nix. Thanks for the car, man. Thanks for the car, man. Do you have a bottle of water? No? Yes, I have a bottle of water. Oh, nice. Das war lustig, oder? Das war lustig. Das ist lustig. Ja. Haben Sie YouTube? Ja. Geißen Sie? Na, kassieren Sie, machen Sie die Kasse auf. Wenn Sie mir sagen, können Sie bitte sagen, dass es lustig ist, sonst kriege ich immer so viel Hate. Das ist wirklich. Das ist lustig, ich fände es lustig. Sagen Sie mir noch Ihren Namen. Eine salzige Angelegenheit, ja? Guter Mann. Salzquad? Ja, ich bin der bei Montana Black 88, dem großen Streamer der Welt. Im Stream, ne? Aber die Idee mit dem Medic. Was fahren Sie hier auf meiner Straße? Falsche Richtung, Kollege. Du bist gerade in mir gespawnt. Was ist dir gespawnt? Also ne, jetzt dicker mal. Also, das ist so ein schlechtes RP, ne? Das kann ich mir echt nicht anhören. So, schönen Tag noch, ja. Ich weiß nicht, ob ich das mit reinnehmen kann, das war schon sehr asozial. Kommen wieder die Leute, oh, du machst doch RDM. Dabei werden die so oder so gleich wieder vom Admin revived und alles ist cool. Guck mal, hier wird sowieso kein richtiges RP gemacht. Und dann kommen die Leute, oh, du hast den RDM, du bist ja nicht viel besser. Ja, aber ich zeig den Leuten wenigstens auf, dass sie schlechtes RP machen, so. Wenn ihr wegfahrt, dann Shepard. Shepard, aber du hast doch gar keine Waffe. Nee, hab ich auch nicht, aber... Sag, aber ich hab das und dann dreh richtig durch mit Rio Papagei und mit dem Hundebellen und alles. Aber wollen Sie wissen, was ich hab? Ich hab das.
Oh, ich Papagei! Bruder, ich krieg's doch dein Herz, Bruder. Oh, ich bin ein Ratte. Oha. Sind die auch eine Ratte? Dreh ich dich durch. Hey, ich hab eine Frage. Oh, hier Papagei. Oh, geiles Auto. Oh mein Gott, so ein geiles Auto, so ein geiles Gerät. So ein gutes Alter, Leder. Das sieht aber aus wie ein scheiß Auto. Was sind Sie eigentlich?